Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Oder anders gesagt, Mac is back. Heute ist mal wieder Dutch Oven Zeit. Nach 2 Monaten melde ich mich zurück. Wir machen einen leckeren Jäger-Rostbrätl-Topf. Und wie wir diesen Jäger-Rostbrätl-Topf machen, was wir dafür alles brauchen, das seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist lange Zeit her, als ich mein letztes Rezeptvideo veröffentlicht habe. Gut 2 Monate. Ich glaube, es war irgendwann so im Mitte Oktober, wann ich das letzte Video gemacht habe. Danach hatte einfach mein Foodtruck, den ich mittlerweile erfolgreich eröffnet habe, Priorität. Der wird auch weiterhin Priorität haben, aber ich habe es euch auch versprochen. Wenn ich die Zeit habe, werde ich für euch Videos drehen. Und heute ist es einfach mal wieder soweit. Es ist der 13. Dezember. Wir haben aktuell den 3. Advent, Schatzi, 3. Ja, 3. Advent ist heute und die Zeit lässt zu. Ich habe einfach gesagt, ich muss einfach mal wieder ein Video machen, war auch richtig heiß drauf. Ich weiß nicht, ob ich es nur kann. Es wirkt alles ein wenig fremd jetzt nach gut 2 Monaten, wenn man nichts mehr gemacht hat. Aber ich denke, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht so schnell. Wir werden heute eine schöne Köstlichkeit zubereiten und zwar werde ich einen Jäger-Rostbrätl-Topf machen. Irgendwie so werde ich ihn nennen. Ich denke, bei dem Namen werde ich es auch belassen. Und was wir für den Jäger-Rostbrätl-Topf alles brauchen, das schauen wir uns jetzt hier im Einzelnen einmal an. Der Hauptdarsteller bei unserem Jäger-Rostbrätl ist heute Schweinenackenfleisch. Ganz klassisch, wie man es bei Rostbrätl eben so hat. Dann das Wort Jäger verrät alles. Wir brauchen heute Champignons. Wir haben hier eine Chili. Wir werden das Ganze heute ein bisschen abrunden mit etwas Schmelzkäse. Wir haben Senf, Sahne, Salz, Pfeffer, eine Zwiebel. Hier haben wir später zum Binden der Soße noch etwas Speisestärke. Dann haben wir hier vom Onkel Andi der Oberpfalz Barbecue einen schönen Rub. Den hat er eigens kreiert. Ob er den auf den Markt bringt, mittlerweile hat. Ich kriege nicht mehr so viel mit, kann ich euch nicht sagen. Schaut einfach mal bei ihm vorbei. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen auf Schweinebraten getrimmt. Den habe ich gesagt, der passt hier heute super. Den möchte ich einfach einmal ausprobieren. Ich habe ihn noch nicht probiert gehabt. Dann haben wir hier noch Brühe, das ist eine Rinderbrühe, ihr könnt ganz normale Fleischbrühe nehmen oder Gemüsebrühe, ganz wie ihr mögt. Und hier hinten haben wir noch ein Bier, da könnt ihr auch jedes x-beliebige nehmen. Ja, oft genug habe ich es gemacht und die Worte haben sich einfach eingeprägt, also nichts verlernt. Ihr wisst es, das Rezept und die genauen Mengenangaben, wie immer bei McAllister, unten in der Infobox. Und wir haben ein paar Vorbereitungsarbeiten und mit denen starten wir jetzt. Der erste Vorbereitungsschritt ist das, was am längsten dauert. Wir müssen unsere Schweinenackensteaks hier ein bisschen einmarinieren und das funktioniert eigentlich relativ einfach. Wir werden die Schweinenackensteaks nehmen und einfach mit ein bisschen Salz und Pfeffer würzen. Wenn beide Seiten dann gewürzt sind, nehmen wir uns einfach ein bisschen einen Senf. Ich habe mir hier Handschuhe angezogen, da können wir einfach so mit die Finger rein und werden unsere Steaks mit etwas Senf einreiben. Die Steaks landen dann in einer Schüssel und dazu gesellt sich dann eine Zwiebel. Ihr könnt eine rote oder eine weiße nehmen, das macht ihr ganz individuell, wie ihr wollt. Ich habe die schon geschält und da werden wir uns jetzt schöne, dünne Streifen hier rausschneiden. Hier werden wir jetzt unsere Chili noch klein schneiden, einfach in so kleine Stücken. Als letzte Komponente kommt dann noch unser Bier ins Spiel. Da geben wir einfach mal einen guten Viertelliter dazu. Wir schauen, dass einfach alles mit Bier bedeckt ist. Wir geben auch ein bisschen Acht, dass wir uns den ganzen Senf hier nicht von den Steaks runterwaschen. Ja, da kann noch ein bisschen was dazu. Also könnt ihr doch ganze 0,5 Liter nehmen. Und die Schüssel mit dem Bier wandert jetzt in den Kühlschrank für mindestens eine halbe Stunde. Idealerweise könnt ihr das Ganze schon über Nacht einziehen lassen. Die Zeit habe ich nicht, deswegen bei mir langt es auch nur eine halbe Stunde. Aber je länger, desto besser. Dann bleibt nur noch ein Vorbereitungsschritt. Wir haben unsere Champignons und die müssen wir einfach nur in beliebig große Stücke schneiden. Ihr könnt die in Scheiben schneiden. Ich werde die hier einfach nur halbieren. Die nennen sich zwar Superköpfe, aber da stellen wir sich eigentlich was anderes darunter vor. Wie gesagt, bei mir langt es einfach, wenn wir die einmal halbieren werden. Das war es dann auch schon an Vorbereitungsarbeiten, also nichts Dramatisches dabei. Und dann werde ich hier schnell zusammenräumen, baue das Setup auf und da sehen wir uns dann gleich wieder.
Willkommen zurück. Ihr seht, das Setup ist aufgebaut. Wir benutzen heute mal wieder den Gaskocher vom Barbecue Toro, genauso wie den DO6 vom Barbecue Toro. Für alle, die jetzt dachten, ich mache heute auf Kohle, die muss ich ein bisschen enttäuschen, aber ihr könnt es so praktizieren, wie es ihr gern mögt. Der Gaskocher ist bereits angeschaltet und wir geben uns einfach nur ein bisschen Öl in unseren Dutch Oven hinein. Wir nehmen uns unsere eingelegten Steaks hier raus, lassen die ein bisschen abtropfen. Und dann werden wir anfangen, dass wir uns die Steaks hier drin schön gemütlich anbraten werden. Und jährlich grüßt das Murmeltier. Ihr kennt das altbekannte Problem im Winter, wenn es draußen kalt ist. Es dampft wie Sau, deswegen kann die Sicht manchmal ein bisschen schlechter werden. Ich hoffe, man kann trotzdem alles gut erkennen. Wichtig ist jetzt hier dabei, dass wir das Ganze nicht extrem scharf anbraten, dass da ultra Röstaromen dran bekommen. Wir wollen Röstaromen herankriegen, ja, aber das Ganze wirklich leicht und dezent. Und wichtig ist hier dabei, dass man das Ganze einfach regelmäßig ein bisschen wendet. Also wir sehen hier, hier hat sie noch nicht viel getan, aber einfach in regelmäßigen Abständen die Steaks immer wieder wenden und dann werden wir da auch unsere Farbe ranbekommen. Lasst euch da ruhig ein bisschen Zeit. Ja, eine Viertelstunde ist jetzt vergangen und wir haben das Ganze immer wieder schön gewendet und die Steaks haben jetzt eine richtig gute Farbe bekommen und die werden wir uns jetzt einfach mal hier in eine Schüssel geben und herausnehmen. Und hier drin im Dutch Oven haben wir jetzt schön Röstaromen, die gilt herauszulösen. Und wie macht man das am einfachsten? Genau, indem man ein bisschen Wasser dazu gibt. Und wo haben wir Wasser? In unseren Champignons oder Zwiebeln. Aber ich fange mit den Zwiebeln an. Die werden wir uns einfach aus unserem Sud hier einmal herausfischen und werden die hier drin dann schön mit anbrutzeln. Und auch unsere Zwiebeln sind dann schön glasig und weich und die werden wir uns dabei jetzt wieder rausnehmen und hier zu unseren Steaks mit dazugeben. Denn jetzt müssen wir dann noch unsere Champignons scharf anbraten und da würden uns die Zwiebeln hier drin nur verbrennen. Deswegen nehmen wir die jetzt einfach erst nochmal raus und wir kippen unsere Champignons hier in den Topf. Ihr kennt das Spielchen, die Champignons werden jetzt auch erstmal ihr Wasser verlieren. Der Prozess kann auch wieder gute 5 bis 10 Minuten dauern, bis das alles schön eingefallen ist und entwässert ist. Und so lange werde ich das jetzt anbraten. Als kurze Info, ich werde dann früher oder später noch ein bisschen Salz hier mit dazugeben. Das beschleunigt den Entwässerungsprozess und dann haben die Champignons einfach auch schon ein bisschen Würze. Wie gesagt, das werde ich machen und danach geht's weiter. Die Champignons sind jetzt eingefallen und haben eine richtig schöne braune Farbe bekommen. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir fügen zusammen, was zusammengehört. Und beginnen werden wir hier mit unserem Biersud, den wir haben. Den werden wir jetzt einfach einmal aufgießen. Unser Bier darf hier drin jetzt erst einmal schön aufkochen und gute 4-5 Minuten einer reduzieren, dass das einfach von der Flüssigkeit her ein bisschen weniger wird. Während der Prozess startet, können wir auch schon gleich hier unsere Zwiebeln und die angebratenen Chilis wieder mit dazugeben. Denn die brauchen jetzt auch Zeit, dass sie ihren Geschmack hier in die Soße mit abgeben können. 5 Minuten sind jetzt vorbei und das Ganze ist schon schön eingeköchelt und ein gigantischer Duft strömt hier mittlerweile schon auf. Jetzt nehmen wir hier unseren Frischkäse. Da nehmt ihr so viel, wie ihr gern mögt und gebt hier einfach mal eine großzügige Menge dazu. Der ist rein optional, kann auch weggelassen werden. Wir geben mal 100 ml Sahne mit dazu und einen großzügigen Schluck an Brühe. Das macht er natürlich individuell so viel Soße, wie er braucht am Ende. Und schon haben wir hier ein richtig geiles Champignon-Rahmsößchen zusammenbekommen. Das ist noch sehr dünn jetzt, aber das soll jetzt auch so sein. Denn wir werden jetzt final noch unsere Brätel wieder mit dazugeben, inklusive dem ganzen Saft, der hier in unserer Schüssel ausgetreten ist. Und richtig, ich habe am Anfang gesagt, ich verwende diesen Schweinebraten-Rub vom Onkel Andi alias Oberpfalz Barbecue. Den habe ich bewusst noch nicht vorher schon auf die Brätel mit draufgegeben, denn der enthält auch Sachen wie Majoran und das wäre alles angebrannt, wenn wir das angebraten hätten. Und deswegen geben wir das Ganze jetzt erst mit dazu.
Und dann nehmen wir einfach mal einen guten Schwung. Und das Besondere hier drin ist dabei auch der Kümmel. Der gibt dem Ganzen so einen richtig geilen Geschmack dann nachher. Und das alles lassen wir jetzt dann auf leichter Hitze einfach mal für eine halbe Stunde offen einköcheln, damit die Flüssigkeit hier auch noch ein bisschen einreduziert. Willkommen zurück. Meine Frau hat drin in der Zwischenzeit Spätzle gekocht. Von dem her waren es jetzt nicht ganz 30 Minuten, sondern nur 20 Minuten. Aber wie es hier drin aussieht, das ist bereits sagenhaft. Und da schauen wir jetzt einmal her. Also hier brotschelt und brodelt ordentlich drin. Das Ganze ist jetzt schon richtig gut einreduziert. Und ich werde jetzt zuallererst einmal das Gas wegnehmen, denn mit Flamme brauchen wir jetzt hier nicht mehr arbeiten. Und hier kann man es jetzt einmal sehen, wie das Ganze jetzt schon schön cremig geworden ist. Das liegt natürlich teilweise auch an dem Käse, den wir hier dazu gegeben haben. Aber mir ist es trotzdem immer noch zu dünn. Und bevor das Ganze dann zu würzig wird, weil alles zu sehr einreduziert, werden wir das Ganze jetzt mit unserer Speisestärke etwas nachdicken bzw. andicken. Und da sind wir ein bisschen vorsichtig, geben nur klecksweise immer was dazu und schauen, wie sich das Ganze dann verhält. Und das macht er individuell so dick, wie ihr es gern haben mögt. Und das ist jetzt die finale Konsistenz, so wie ich es haben möchte. Also richtig schön angedickt. Und dann werden wir jetzt final noch ein bisschen Petersilie mit dazugeben. Da habe ich diesmal bloß ins TK-Regal gegriffen, aber die tun es genauso. Und da werden wir uns einfach ein bisschen Petersilie hier noch mit dazugeben. Und dann muss das Ganze nur noch angerichtet werden. Also wie gesagt, wir haben hier einmal unsere hausgemachten Eierspätzle. Und da werden wir uns jetzt einfach hier nur ein Brettel hier drauf geben. Dann kommt ein großzügiger Klecks von unseren Rahmchampignons hier drauf. Nochmal ein Hauch von unserer Petersilie. Und et voilà, fertig sind unsere Jäger-Rostbrätl. Und hier das Ganze dann nochmal aus der Nahaufnahme. Und es ist endlich Probierle-Zeit. Ich beeile mich, weil es ist kalt und das Essen möchte ich dann auch warm genießen. Und ich sage in diesem Sinne dann guten Appetit. Leute, es ist allerhöchste Eisenbahn geworden, dass ich wieder was im Dutch Oven zubereitet habe. Nach 2 Monaten jeden Tag nur Burger braten und Hot Dogs zubereiten. Eine willkommene Abwechslung. Richtig, richtig geiles Soul Food Essen vom Allerfeinsten. Richtig würziges, bierlastiges Fleisch mit Soße, Champignons dazu. Alles, was das Männerherz begehrt, Freunde. Also das ist eine Kombination der Superlative. Das Ganze ist ein bisschen salzlastig geworden. Durch das, dass das alles hier so eingedickt ist, kann man dementsprechend mit weniger Salz arbeiten. Hätten wir jetzt hier noch den Bacon mit dazu gegeben, dann wäre das Ganze in einer, ja, also das wäre dann wirklich sehr salzlastig gewesen, noch salzlastiger als es jetzt eh schon ist. Von dem her da einfach mit einer leichteren Brühe arbeiten. Ich habe da eher eine stärkere Variation gewählt und ansonsten habt ihr da wirklich ein Essen vom allerfeinsten. Das Fleisch ist butterbutter zart geworden, wie anders da soll es auch im Dutch Oven werden, das ist ganz klar. Und die Kombination hier einfach eine Champignon-Rahmsoße mit so einem Biertouch einfach mit dabei. Mega gelungen, mega geil. Kann ich jedem von euch ans Herz legen. Wir werden uns das Ganze jetzt drinnen schmecken lassen. Ich komme dann auch zum Ende meines Videos. Es hat richtig, richtig Laune gemacht, endlich mal wieder ein Video zu drehen. Wann es das nächste gibt, kann ich so nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was der Lockdown die nächste Zeit bringt, ob ich schließen muss. Muss man alles abwarten, was rauskommt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das kleine Video euch mal wieder gefallen hat. Schreibt es mir doch gerne auch in die Kommentare, was ihr sehen mögt, ob ihr mal wieder Update vom Wagen haben mögt oder was ihr euch einfach vorstellt. Würde ich mich freuen über ein paar Anregungen, dass ich weiß, wie ich auch ein bisschen agieren kann. Und dann sage ich wie immer die obligatorischen Worte. Hat euch das Video gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben, den freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, hier oben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Ich habe es doch schon länger nicht mehr gesagt, also ich brauche wieder Übung. Ihr kennt die ganzen Spielchen. Ich bin raus, sag Danke.
danke fürs freundliche Zusehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen euch wieder und macht's gut, euer McAllister. Ciao.